In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir. Liebe Schwestern und Brüder, ich mache ein Experiment, das ich verspreche, nicht so schnell zu wiederholen. Es könnte sein, dass am Ende dieser Feier manche von Ihnen sagen: Ich gehe doch nicht in die Kirche, um eine philosophische Vorlesung zu hören. Ich riskiere das einmal. Vorhin um 9 Uhr Gottesdienst habe ich schon in manche ratlose Gesichter geschaut. Aber manche fanden es auch nicht ganz uninteressant. Ich zitiere zwei Sätze, mit denen Sie wahrscheinlich auf Anhieb nicht so sehr viel anfangen können. Es sind die vielleicht bekanntesten Sätze eines Philosophen, dessen 300. Geburtstag wir am vergangenen Montag, das ist auch der Grund dieser Gedanken, die ich vortragen möchte, begangen haben, Immanuel Kant, der Königsberger, am 24. April 1724 geboren. Ich habe vorhin erfahren, nur zur Auflockerung, dass dieser Norddeutsche in Wahrheit ein Bayer ist. Ich beweise es Ihnen, Kantinoa Bierhorn, ich weiß, mein Bayerisch ist nicht gut, aber das ist der schlagende Beweis. Kantinoa Bierhorn. Gut, jetzt müssen Sie sich konzentrieren. Ja, diese beiden Sätze, sie lauten: Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und anhaltender Bewunderung und Ehrfurcht. Je mehr das Nachdenken sich mit ihm beschäftigt, der gestirnte Himmel über mir, also das Naturwunder dieses Universums, und das Gesetz in mir. Und ein zweiter Satz: Handle immer nach derjenigen Maxime, durch die du wollen kannst, dass sie zu einem allgemeinen Gesetz werde. Alles klar? Okay, ich will versuchen, darauf das ein wenig verständlich zu machen. Immanuel Kant, sicher der weltweit bekannteste deutsche Philosoph, er beschäftigt sich insbesondere mit drei Fragen. Was kann ich wissen? Was ist also wirklich sicheres Wissen? Was soll ich tun?
und was darf ich hoffen? Und in der Antwort auf diese drei Fragen beantwortet er eine vierte, die darin zusammengefasst ist: Wer oder was ist der Mensch? Und ich möchte jetzt darüber reden, über diese Frage: Was soll ich tun? Kant hat seine Moralphilosophie als Antwort auf diese Frage in Abgrenzung und in Abkehr von einer anderen philosophischen Richtung seiner Zeit, Eudämonismus genannt, muss man nicht wissen, was das ist, entwickelt, nämlich anhand der Frage: Ist das, was ich tun soll, geht es da immer auch und ungetrennt davon um mein persönliches Wohlergehen? Mit anderen Worten, tue ich das Gute, damit es mir gut geht? Und in diesem Zusammenhang führt er ein Wort ein, das Hochkonjunktur in unserer Zeit hat, aber in unserer Zeit anders verwendet wird, als es Kant verwendet hat, wiewohl man sich immer auf ihn beruft, nämlich das Wort Autonomie. Haben wir alle schon gehört, ein griechisches Wort, Autos, das eigene, Nomos, das Gesetz. Autonomie meint das Gesetz in mir, ich bin mir mein eigener Gesetzgeber. Das heißt, dieses Gesetz in mir, das Kant so voller Ehrfurcht feststellt, was ist dieses Gesetz? Und er gibt die Antwort: Es ist das Wissen, das unabdingbare Wissen eines jeden Menschen, ich soll das Gute tun. Sogar noch der verruchteste Verbrecher weiß in seinem tiefsten Inneren, eigentlich soll ich das Gute tun. Und ich soll das Gute tun, und das bedeutet im Sinne Kants Autonomie, um des Guten willen, ich soll das Gesollte um des Sollens willen tun. Nicht, weil ich eine Neigung dazu habe, nicht, weil es mir etwas bringt, nicht, weil ich etwas davon habe, sondern das Gute tun aus Pflicht, rein um des Guten willen. Das ist durchaus sehr kritisiert worden, diese ganze Konzeption hat auch ein bisschen was Freudloses, wirklich, wenn ich jemanden pflege, nicht weil ich das möchte, sondern weil es meine Pflicht ist. Also diese Fragen, die sind gestellt worden. Aber er sieht natürlich etwas Richtiges, nämlich die Frage: ist das Gute tun ein subtiler Egoismus? Ich tue es nur wegen mir. Oder geht es mir um das Gute, um diesen anderen Menschen? Und jetzt stellt sich natürlich die Frage: Ja, ich soll das Gute tun, aber was ist denn in einer konkreten Situation das Gute? Und da zählt er nicht auf die einzelnen Gebote und was man so machen soll, sondern sehr formal, im Fachjargon nennt man das eine formale Ethik, stellt er jetzt den kategorischen Imperativ auf, den er in mehreren Versionen formuliert. Ich nenne nur zwei. Den einen habe ich schon genannt. Handle immer nach derjenigen Maxime, durch die du wollen kannst, dass sie zu einem allgemeinen Gesetz wird. Und auf den Menschen bezogen, handle so, dass du die Menschheit in deiner eigenen Person und in der Person eines jeden anderen immer zugleich als Zweck und nie nur als Mittel gebrauchst. Hier ist die Würde des Menschen angesprochen. Der Mensch ist Zweck in sich selbst und darf nie nur ein Mittel für andere Zwecke sein. Und um dem ein wenig Fleisch zu geben, möchte ich ein paar Beispiele nennen, die Probe aufs Exempel machen. Wenn ein Mensch sagt: Ich stehle nicht, ich stehle grundsätzlich nicht. Ich zahle meine Steuer, immer. Ich lüge nicht. Wenn ich einen Bedürftigen sehe, dann helfe ich ihm oder ihr.
ich beachte die Verkehrsregel, dann sind das Verhaltensweisen, von denen man sagen kann, es ist gut, wenn alle Menschen so handeln. Ein allgemeines Gesetz. Und liebe Gemeinde, jetzt werde ich ein wenig politisch. Ich möchte nämlich einmal jüngste Gesetze, die verabschiedet worden sind, gewissermaßen auf den Prüfstein Immanuel Kants stellen. Cannabis. Ich weiß nicht, ob hier Cannabisraucher sind. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Und dennoch die Frage, ist Cannabis zu rauchen etwas, was man allen Menschen empfehlen kann, wo es gut wäre, wenn es alle tun? Einfach mal nur die Frage gestellt. Das Geschlecht zu wechseln auf Zuruf und jährlich möglicherweise auf Widerruf. Ist das etwas, was man universal empfehlen kann, als ein allgemeines Gesetz? Auch das nur als Frage. Die Tötung ungeborener Kinder in den ersten 3 Monaten jederzeit, immer, aufgrund der Selbstbestimmung der Frau, die in dieser Frage oft gar nicht so selbstbestimmt ist, wie oft getan wird, ein allgemein zu empfehlendes Verhalten, vielleicht in der von der Kommission vorgeschlagenen Leihmutterschaft am deutlichsten, wie hier ein Mensch ausschließlich zum Mittel wird und nicht zu einem Zweck in sich. Unser Bundeskanzler hat eine vielbeachtete Rede zum 300. Geburtstag von Immanuel Kant gehalten. Ich würde ihn gerne fragen, ob er seinen Kant so gut gelesen hat, dass er zumindest die Fragen, die mit diesen Gesetzen einhergehen, sich stellt. Bis hierher die philosophische Vorlesung. Ich habe den Eindruck, dass Sie noch nicht komplett abgeschaltet haben. Aber ich möchte jetzt einfach auch auf das Evangelium schauen, denn das, was wir da gehört haben, scheint dem, was Immanuel Kant gewissermaßen als Pflock in seine Philosophie eingeschlagen hat, diametral zu widersprechen. Bleibt in mir, ihr die Rebzweige, ich der Weinstock. Ist da ein Mensch noch autonom, sich selber gesetzt? Oder ist es nicht auf einmal ein anderer, nämlich Jesus Christus, der hier sagt, du kannst dein Menschsein überhaupt nur richtig leben, Frucht bringen, so nennt er das, wenn du in mir bleibst, also nicht nur zurückgeworfen auf dich selbst, sondern in Beziehung, in glaubender, hoffender, liebender Beziehung zu mir. Wird das Ganze hier nicht heteronom, wieder ein Fremdwort, fremdbestimmt? Der Fremdbestimmer ist Christus und ich soll gefälligst das tun, was er mir sagt. Liebe Schwestern und Brüder, das sind Fragen. Ich selber glaube, dass das, was wir im Evangelium gehört haben, der Weg ist, durch den übrigens ein Anliegen Kants, ich mir selber gewissermaßen genommen werde, nicht nur um meinetwillen handle, wie ich handle, sondern selbstlos auf ihn bezogen, übrigens nur in Freiheit, Freiheit ist das große Stichwort Kants, bleibt in mir, das ruft, ist ein Appell an meine Freiheit. Ich kann mich verweigern, aber ich kann auch Ja sagen. Und auf einmal bin ich mir selbst genommen und finde mich aber selbst in dem Maße, wie ich mich auf Christus hin verschenke, weil er eben nicht der Fremde, der mir Fremde ist, sondern der mir das sagt, was ich im tiefsten Selbst ersehne, was mein tiefster Wunsch ist.
In der zweiten Lesung haben wir es nochmal gehört, die Gebote, an ihn zu glauben und die Menschen zu lieben. Auch wieder Gebote, die mich mir entreißen, mich auf das Du hin orientieren. Aber, und das ist der Unterschied zu Immanuel Kant, die Frucht, die wir bringen, ist eine Frucht auch für mich selbst. Frucht der Freude, Frucht des Friedens, Frucht der Selbstlosigkeit. Im Unterschied zum Egoismus, zum Egoisten, der alles auf sich selber bezieht. Und dann ein letztes, diese wunderbare Wendung, die Johannes hier findet, wenn du dich auch verurteilst, dieses Gesetz in mir, das hat eine unglaubliche Härte bei Kant. Aber du wirst manchmal gegen dieses Gesetz handeln, gegen die Gebote. Aber dann bist du nicht nur mit dir konfrontiert und deinem Versagen, sondern du darfst auf Gott schauen, auf den, dessen Herz größer ist als dein dich selber verurteilen. Wenn du in ihm bist, das ist die bleibende Voraussetzung. Und so sehen wir, wie ich finde, dass wir einen phänomenalen Grundgedanken, den Immanuel Kant hat, hier noch einmal aufgehoben finden, in dem, was wir heute in den Lesungstexten gehört haben, aber auf eine viel menschlichere Weise, nämlich wo ich in Beziehung gebracht werde zum Du des mich liebenden Jesus Christus, der mich zu einem liebenden, selbstlos liebenden Menschen machen möchte und darin mich zu mir selber bringt, wo ich nicht einem fremden Gesetz gehorche, sondern einem Gesetz, das meinem tiefsten Wünschen und Sehnen entspricht. Liebe Gemeinde, ein Versuch, ein wenig diesen jetzt aktuell gewordenen Philosophen mit unserem Glauben in Verbindung zu bringen. Schauen Sie, was Sie damit machen, ob Sie was damit anfangen können. Aber das mitzunehmen, Christus ist uns nie ein uns fremd bestimmender Gesetzgeber, sondern er bringt mich zu mir selbst und zugleich zu ihm und den Mitmenschen. Und so bringe ich Frucht. Amen.